So, hallo, wir machen weiter beim Mario Maker 2, Super Mario Maker 2. Und ich muss was beichten. Ich habe ein Level ohne euch gespielt. Und zwar dieses da. Ne? Das, der DK hat gestern Nacht irgendwann auf Twitter geschrieben, dass er jetzt ein Level gebaut hat. Und hat da das auch gezeigt. Und dann dachte ich so, hey, vielleicht bin ich schnell genug und werde er. Wo ist denn jetzt hin? Vielleicht bin ich schnell genug und werde Erster. Und hab mir dann die Switch aus dem Dock genommen und uns ganz schnell mal durchgespielt, das ganze Ding. Und siehe da! Ich bin Erster geworden und mein Rekord ist schon weg. Aber das ist egal, ich bin Erster geworden. Da. Auf ewig Erster. So, außer er nimmt es irgendwann runter, dann habe ich Pech gehabt. Ja, ich will mal das Level mit euch jetzt natürlich nochmal anschauen. Weil es ist ganz cool. Und ich habe mir noch nicht das Secret angeschaut, was man mit den Münzen bekommen kann. Also das werden wir auch noch probieren, die roten Münzen uns sammeln. So. Ansonsten, das haben wir alles. Das haben wir alles, das haben wir alles. Was haben wir hier? Ein neues Level von Herr DK. Noch eins. Oh, okay. Wurde dann wahrscheinlich schon geschafft. Jo. Und das ist ein neues Level von Maddie. Da habe ich ja schon wieder Angst. Vor allem, wenn ich diesen Weltrekord. Oh Gott. Okay. Gut. Ja, das hat jemand auf Twitter geschrieben, er will sehen, wie diese 32 Sekunden Weltrekord zustande gekommen sind. Kommt. Kommt. War gestern wahrscheinlich in dem Part, ne? Das ist halt passiert. So. Gut. Also, wir wollen hier die Münzen uns anschauen. Das war der Plan jetzt erstmal. Richtig. Das war jetzt erstmal der Plan. Das Level ist an sich relativ kurz. Man muss rutschen und springen. Es hat keinen Checkpoint bis auf den da. Warum man den da gesetzt hat, weiß ich jetzt auch nicht. Hat er halt gemacht. Und natürlich kenne ich es schon entsprechend. Werde ich jetzt überall nicht sterben, wo ich gestern die ganze Zeit gestorben bin. Alles easy. So. Allerdings ist es das erste Mal, dass ich es jetzt auf dem großen Bildschirm. Ja, tschüss. Dass ich es jetzt auf dem großen Bildschirm spiele. Entsprechend, ja. Es ist doch noch ein bisschen ungewohnt jetzt wieder. Weil ich es ja auf der Switch direkt gespielt hatte. Ah nein, das hat nicht hingehauen. Die letzte Münze ist halt eine relativ gemeine Münze. Muss man mal dazu sagen. Deswegen habe ich die dann auch nicht geholt, weil sie ja eh optional sind und ich wollte das Level abschließen schnell genug. Und nochmal wollte ich es dann nicht nochmal spielen. Da habe ich dann gedacht, das machen wir dann hier im Video. So. Hops. Diesmal klappt das hier aber. Da bin ich gestern eigentlich überhaupt nicht gestorben. Das ging eigentlich immer gut. Yes. So, das ist jetzt eine interessante Stelle. Man lässt sich durch die Mannschaft viel zu sehr verunsichern, aber es funktioniert einfach. So, und da ist die letzte Münze. Ja, genau, deswegen ist die gemein. Die habe ich halt nie geholt, weil ich wollte dann einfach ins Ziel da unten rein. Und jetzt wollen wir uns mal angucken, was da unten in der Tür drin ist. So. No. Jetzt starte ich aber neu.
wie schön, wie schön, wie schön. Ach. Ich habe eigentlich gehofft, dass das nicht mehr so oft passiert. Aber werde gerade eines Besseren belehrt. Na gut. Es ist ja auch egal, man muss sich ja überhaupt nicht beeilen, weil es scrollt ja. Ne? Man kommt ja nicht schneller unten an. Ist ja egal, wie schnell man ist. Man kommt ja einfach nicht schneller unten an. Man kann es ja alles ganz gechillt angehen. Mist. Eigentlich ist es auch Sprachen lernen mit Bubble. Eigentlich ist es auch irrelevant, was wollte ich sagen? Ich weiß es nicht mehr. Mir fällt aber gerade was anderes ein. Ich habe gesagt, das war im gestrigen Part mit der B-Seite. War es das wirklich? Doch, ja, doch. Es war, die B-Seite von Counter war in dem gestrigen Part. Und die komische Lisa und damit auch alle anderen Level von vielversprechend. Und ja, genau, das war das. Na, nein, zu bald. Das funktioniert, egal was man macht, eigentlich funktioniert das. Ich glaube, die einzige Chance, hier eine bessere Zeit zu erreichen, ist halt am Ende und am Anfang in die Röhre zu kommen. Das sind so die einzigen Faktoren. Weil alles dazwischen ist ja nun mal Scrolling. So, jetzt aber. No! Das gibt's doch nicht. Wir waren vor allem schon unten. Ich will ja nur diesen blöden Sprung dann in die rote Mütze noch hinkriegen. Das ist ja alles. Mehr ist es ja nicht. Oder wir spielen einfach die neuen Level. Ist jetzt halt die Frage, ist das Geheimnis, was die roten Münzen verbergen, ist es, dass die Zeit hier wert? Weil ihr habt im Prinzip das Level gesehen. Normalerweise fährt man dann unten halt weiter. Ja, und springt nicht zur roten Münze hoch. Und dann ist man im Ziel. Dann geht man nach unten durch die Röhre und dann ist man im Ziel. Also, da ist nichts mehr, tatsächlich. Das war dann das... Okay, okay. Das war dann das Level. Wir lassen das mit den roten Münzen jetzt mal. Vielleicht nachher, wenn noch Zeit ist. Spielen wir erstmal Flow. Das kenne ich noch nicht. Ah. Soll ich da rutschen oder einfach weiter rennen? Ah. So nicht. Ach so, normaler Sprung. Oh boy. Das muss ja richtig gut ausgetimt sein, dass das funktioniert, oder? Wie? Ah, es geht sogar tatsächlich. So, und dann hier einfach runter. Ah! Dann kein Sprung, sondern so ein Weitsprung wieder, ja? Das hat nicht funktioniert. Hä? Das habe ich jetzt wieder anders gemacht?
What? Was ist jetzt passiert? Uiuiuiui. Okay. So. Ja, wieso roll... Mal geht. Hä? Oh no! Bin grad zu blöd für den Wandsprung. Oh no! Okay. Ja, toll. Okay. Was mach ich denn da dann? Ach, wieder der falsche Sprung. Guten Morgen. Nein, jetzt hat es nicht. Oh. Okay, aber da ist dann. Das ist dann. Da geht's dann weiter. Na bitte. Das war vielleicht jetzt ein bisschen doof. Das war vielleicht ein bisschen doof. Ich weiß auch nicht, ob ich da runterdingsen möchte mit einer Stampfattacke. Weil das könnte schief gehen, ne? Oh Gott. Ja, das habe ich auch gemerkt, dass das nichts wird. Oh Gott. Ah, es hat gepasst. Ah, das hat nicht gepasst. Doch. Da habe ich mir den Kopf angeschlagen. Nein, das ist so knapp. Gerne ich es einfach mal hinkriegen würde, ein Level auf relativ Anhieb einfach zu schaffen. Hab vorhin ein Video gesehen von einem natürlich richtig krassen Typen, der einfach in Super Expert No Skip bis zu 30, ich glaube bis zu 30 ist er gekommen oder so. Das war richtig sick und der hat halt, der kennt ja die Level vorher nicht. Der ist aber einfach so gut, dass der checkt, was von ihm verlangt wird und das dann auch umgesetzt bekommt. Okay, wir haben noch eine Chance. Wenn das passiert, muss ich später los. Nein! Immer noch ein bisschen später. Okay. Tick, tick, tick.
gesucht haben. Und jetzt habe ich es gesehen, wenn ich... Hä, wie ist denn das dann gedacht? Auf der, dahinter. Oh Mist. Dahinter das, wenn ich gerade runterziehe an der einen Stelle, ich glaube, dann wird es auch wehtun. Aber wie soll... Ah. Aber wie soll ich das denn machen? Ach, jetzt... Einfachste Sprünge auseinanderhalten. Bin ich wieder zu doof für. Wow, da bin ich hängen geblieben. Oioi. Nein! Das ist nicht reicht, das ist unfassbar. Das ist so knapp. Sehr gut. Gibt's doch einfach nicht. Und da seht ihr das da drüben? Gerade runter ist Problem. Weil dann kommt da auch wieder... Also man müsste wirklich exakt gerade runter und ich glaube, das geht nicht. Oha. Aber einfach nur runterfallen? Dafür... Soll ich mich so runterdrehen oder was? Das gibt's doch einfach nicht. Ah, das war jetzt wieder zu bald. Boy. Ich krieg den oberen nicht hin. Warum? Alter. Jetzt war das wieder nicht ausreichend. Oh. Ich müsste erstmal gerne wissen, wie es weitergeht. Das wäre schon mal... hilfreich. Guck dir das an, es reicht nicht. Ach Mann. So. Was soll ich hier tun? Einfach nur runterfallen halte ich für ein Gerücht. Vor allem, wenn ich so doof bin. Und unten muss ich ja dann einmal schnell nach links rüber. Das haben wir ja schon wahrgenommen. Na, das haben wir ja schon gesehen. Es gibt's nicht. Der letzte geht nicht. Ich habe ihn einmal jetzt vorhin geschafft, das weiß ich noch. Einmal habe ich ihn schon geschafft. Na, das meine ich, das haut nicht hin. Ich muss da dann einmal rüberziehen. Uff. Kann ja nicht sein, dass ich mich so anstelle. Nice. Nicht nice. Soll ich da... den hier machen? Oder bin ich da langsamer? Oder kann ich doch noch weniger kontrollieren, oder? Was mache ich denn an der Stelle am besten? Das reicht nicht. Welche Mechanik von 3D-Welt hilft mir da weiter? Soll es wirklich so kaiserartig sein, dass man einfach nur skillig nach links steuern muss? Oder ist da ein Trick bei? Okay.
Weil sonst weiß man das doch vorher eigentlich nicht. Okay. Das war jetzt zu bald. Also, das ist auch eine echt kleine Lücke, die ich da. Ich habe eigentlich kaum Zeit, da mich zu drehen. Nein, jetzt geht das wieder los. Jetzt haben wir es zweimal geschafft hintereinander, jetzt geht's nicht mehr. Oh oh. Ah, gerade so. Das, warum ist da die Münze an der... Warte. Oh, ich versteh's. Ich versteh's. Ich versteh's. Oh mein Gott, ich bin doof. Passt auf. Passt auf, passt auf, passt auf. Es ist genau so gebaut. Das ist genau so gebaut, dass man an der Wand abprallt mit einem Wandsprung. Ist das gut? Man muss es erstmal verstanden haben. Okay. Verdammt, das hat aber wieder viel zu lange gedauert. Ah! Ärgerlich. Ärgerlich. Bisschen später. Bisschen später. Ach, das ärgert mich immer, wenn ich sowas zu spät checke. Das ärgert mich immer, wenn ich sowas zu spät checke, was eigentlich echt offensichtlich ist. Ja. Mist. Oh boy. Okay, und da geht's dann mit dem Wattsprung über. Puh. Progress. So. Nein. Das ist dann wohl wieder ein Weitsprung. Ach, jetzt habe ich geheult. Guten Morgen. Puh. Na, den Flow muss man erstmal spüren, aber dann geht's. Den Flow muss man erstmal spüren. Und jetzt? Oh, ich wusste nicht, dass das seitlich auch geht. Ah! Alter! DK, please! Ach, du...
Okay. Das reicht nicht. Ich muss schneller rüber. Ich muss schneller rüber. So, und jetzt? Keine Ahnung. Wie ich mich direkt von irgendwas Neuem irritieren lasse. Ich bin einfach nicht im Flow. Ah, ich hab's vergessen. Ah, okay. Uiuiui, habe ich ja ganz schön angestellt wieder. Da habe ich mich ja ganz schön angestellt. Ah. Aber geschafft. Immerhin geschafft. Aber puh. Puh. Ja gut. Ich weiß, ich finde diese Bilderkommentare irgendwie nicht so toll. So, jetzt gucken wir mal da rein. Ah, ich habe Angst. Ist das ein guter Weltrekord oder ist das ein schlechter? Ist halt die Frage. Ne? Wait. Ah, der fällt langsam. Verstanden. Das habe ich nicht gecheckt. Der fällt langsam. Ach so, aber ich falle nicht langsam. Kann ich mir den in der Luft auch anziehen nochmal? Nein. Also muss ich da wieder rüber. Oder was? Oder muss ich sowas hier tun? Ja, das wollte ich nicht. Ich wollte ihn hochwerfen. Aber das ist es auch nicht. Ah! Geht ja gut los. Komm ich da mit Anlauf vielleicht rüber? Ach so. Ja, aber ich komme ja nicht nochmal. Oh, jetzt habe ich ihn nochmal erwischt. Jetzt, wo ich es gar nicht gebraucht hätte. Na gut.
Wie? Wie komme ich denn wieder in den Ding? Ich muss da wieder reinkommen irgendwie, ne? Aber ich kann in der Luft den nicht nochmal. Erst am Boden. Oh, das geht nicht. Geht nur am Boden. Ja, dann check ich's nicht. Cool. Kriege ich den Mancher denn darüber? Ich kann den auch nicht hoch. Ich kann den nicht hochwerfen. Und selbst wenn ich ihn hochwerfen könnte, ich komme nicht zurück zur Tür. Oh. Das klappt auch nicht immer. Das klappt wirklich nicht immer. Oh je. No. Wenn ich zumindest wüsste, was ich tun soll, wäre das wie immer sehr hilfreich. Hab halt überlegt, ne, den hochwerfen, nachdem ich ihn gefangen habe. Aber ich, der wirft ihn nicht hoch. Geht das einfach nicht, den hochzuwerfen, oder bin ich zu doof? Es ist, was ist hier... Was ist hier Sache? Wie bin ich... Oh! Das ist mein Fehler. Ich hab's verstanden. Ich darf den. Ich muss die. Ich darf die Taste nicht. Ich darf die Handtaste nicht drücken. Ah, mein Gott. Also ich darf nicht in die Hand nehmen. Das bedeutet, ich muss die Renntaste kurz loslassen. Das wusste ich nicht. Ja, offensichtlich wusste ich es nicht, sonst hätte ich es so umgesetzt. Ach du Schande. Das ist umständlich. Weil man eigentlich standardmäßig die Renntaste gedrückt hält. Oh je. Weil man sonst nicht das Movement hat. Ja, jetzt ist es klar. Okay. Ja, tschüss. Ah, das wird ja interessant. Ah, das wird ja richtig interessant. Ui, ui, ui. Ui, ui, ui. Nein, es hat ihn in die Hand genommen. Genau das soll er eben gerade nicht tun. Was? Das ist Ziel. Minuten Weltrekord? What? Hat der echt 10 Minuten hier gesessen? Also wir werden hier auch noch ein bisschen sitzen, aber keine 10 Minuten. Ja gut, dann holen wir uns den Weltrekord erstmal. Ah, okay, jetzt bin ich hyped. Holy, bin ich jetzt hyped.
Wie kann das denn sein? Ja, bitte. Nice. Ach, 13 Sekunden. Ich habe nichts gesagt. Was? Ich hab Minuten geguckt. Ups. Aber wieso? Das war doch jetzt nicht nur eine Minute zwei? War das jetzt nur eine Minute zwei? Ich war doch jetzt. Hä? Fragen. Das geht doch nicht in 13 Sekunden. Also alles, was recht ist. Vier? Das geht potenziell halt schon in 13 Sekunden. Okay, alles klar, tschüss. Oh, wow, ich hab 13 Minuten. Ich dachte, Zeit, der hat da ewig gesessen. Ah ja, das sind Sekunden. Man müsste Zeiten lesen können. Wenn man Zeiten lesen könnte, wäre das cool. So, jetzt haben wir noch Zeit und wie ich es gesagt habe, wenn wir noch Zeit haben, versuchen wir halt trotzdem jetzt nochmal den Schlüssel hier zu holen. Ich mache das jetzt noch bis 45 und wenn ich es bis 45 nicht habe, mache ich einfach Schluss. Na, dann haben wir es versucht. Das heißt, es wird jetzt nichts Neues mehr passieren, wer das hier nicht sehen will. Skippt entweder bis zum Ende, um rauszufinden, ob ich es geschafft habe. Oder macht halt aus an der Stelle. Na, es wird jetzt nichts Neues mehr passieren. Nein! Wie mache ich das? Wie hole ich diese eine Münze? Das ist ja das einzige Problem. Alle anderen sind ja easy. Aber diese eine Münze... Ich weiß es nicht. Ah, schlechtes Timing. Nicht gesprungen. RIP. War jetzt fast ein bisschen knapp, aber... Problem ist halt, ich habe noch keine Strategie für die letzte Münze. Du bist ja beide Male komplett gestorben dabei. Wie ist das gedacht? Ach! Geh weg. Wie ist das gedacht?
hieß das gedacht? Oh Gott, Counter spielt Mario Maker 2, da wird sein Level probieren. Wie hole ich die? Oh, war nein! Ich glaube, ich weiß es. Ich glaube, der Trick ist, die nicht sofort zu holen. Kann das sein? Ich glaube, der Trick ist, die nicht sofort zu holen. Oh. Da war ich jetzt aber schlecht. Reicht nicht. Ach, wieso geht jetzt auf Neustart? So wieder durch die Röhre, das ist ja Quatsch. Ah, dang it. Oh boy. So. Das fahren wir jetzt einfach zurück. Macht's nicht besser. Vielleicht auf dem anderen Rückweg. Vielleicht ist dann der Zeitpunkt besser für die Stacheln links von der roten Münze. So. Na, wenn ich jetzt die hier zum Schluss aus... Oh. Was ist denn jetzt passiert? Vielleicht machen wir auch länger als bis 45, weil das will ich jetzt schon austesten. Jetzt habe ich eine Strategie. Also für alle, die jetzt zu 45 geskippt haben, geht noch ein bisschen. Ich habe eine Strategie. Es dauert halt leider eine Zeit lang, bis ich immer unten bin. Oh oh. Ich habe zu spät. Und das sowieso. Mist. Aber gut, wir testen die Strategie aus. Dauert jetzt halt noch ein bisschen, weil ich einfach zu... Nein, nützt mir nichts. Ich
glaube, es kostet mich mehr Zeit, hier Neustart zu drücken, als weil ich da durch die Röhre nochmal durch muss. Das muss ja nicht sein. So. Was machen wir jetzt hier? Die fällt halt trotzdem so vor. Boah, wie mache ich das denn? Muss ich die so antriggern, dass die... Oh Gott. Nicht angenehm. Nicht angenehm, diese letzte rote Münze. Dass ich die irgendwie so vorher... keine Ahnung. Man muss irgendwie mit dem Triggern spielen für den Eiszapfen, das ist klar, aber ich weiß nicht wie. Aber wie spiele ich jetzt hier mit dem Trigger? Ist egal, was ich tue, die kommen sofort runter. Nein, das wär's gewesen. Das wär's gewesen. Okay. Ich glaube, das hätte gereicht. Nein. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, das hätte gereicht. Mist. Weil diesmal bin ich gestorben, dadurch, dass ich reingesprungen bin. Nicht dadurch, dass der gefallen ist. Hä, wieso klingt das jetzt wieder nicht? Ah, lass mich doch nur runter, bitte. So, also wir gehen vorne hin. Nice! Ah, es hat sich gelohnt. Also gut, wir wissen es noch nicht. Das ist so ein Auto-Ding. Ah, es ist nochmal eine extra Challenge.
Ah, dann sollten wir da ja wieder hinkommen. Ja. Gut. Nein! Okay, aber gut, dann ist das für Münzen und so weiter. Ich weiß nicht, wie es dann noch weiter runtergeht, aber das kann jeder selbst rausfinden. Ich bin an der Stelle raus. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss!